Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hermann Löhns. Bussarde im Frühling. Allmählich gibt es bessere Tage. Über Mittag kriecht allerlei Gewürm, Schnecken und Raupen im Grase, der Mäuse werden immer mehr. Da treibt es den Bussard, über dem Walde zu ziehen und seinen Ruf in das Tal hineinzuschicken. Als ihm hier keine Antwort wird, steigt er höher. Und hoch über dem Kamme, hoch über dem Lug aus der Wanderfalken auf den grauen, zerborstenen Klippen, gellt sein schneidender Schrei. Von der Talflanke kommt ihm ein Widerhall. Ein Bussardweibchen kreist dort. Bald steigen und fallen die beiden Bussarde über den rotbraunen Buchenjungenden und den blauen Klippen, und ihr Doppelschrei übertönt den Schrei der Finken und das Lied der Märzdrossel.